geschrieben von Berlusconi. Das finde ich gut. Ich nehme schon auf. Wenn man so alt wird wie ich, dann bleibt es nicht aus, dass man gelegentlich mit einem Orden versehen wird. Und zwar wurde mir unter anderem der Orden eines Kommendatore verliehen, hier im italienischen Generalkonsulat. Und diese Ordensurkunde ist also controfirmato bei Berlusconi und firmato, also original gezeichnet, vom Staatspräsidenten Napolitano. Nicht in der originalen Unterschrift, aber doch immerhin. Und ich bin also die Nummer 3255 der Serie 5. Und ich stelle mir vor, wenn alle Serien etwa so viele Mitglieder haben, dann würden die ausländischen Kommendatores etwa ein Fußballstadion füllen. Also wir würden alle diese wunderbaren Hüte aufhaben, mit Orden und einem wunderbaren Dolch in der Hüfte und das Loblied Italiens singen. Ich habe das angenommen deshalb, weil ich dachte, das arme Italien, das hat mir so viel gegeben. Das Italien ist für mich nach wie vor, für alle Deutschen, das Land der Grand Tour. Goethe ist nach Italien gegangen, um überhaupt ein Mensch zu werden. Und wir tun manchmal so, als könnten wir auf Italien verzichten. Und heute besonders, weil die nicht so gut arbeiten wie wir angeblich, guckt man auf Italien hinab. Aber das ist ein großer Irrtum, denn wir alle leben davon, dass es Italien gibt. Wir haben ja sehr viele italienische Autoren in den letzten Jahren gemacht. Und ich muss sagen, alle zusammen sind die wunderbarsten Schriftsteller, die man sich vorstellen kann. Von Calvino über Levi bis zu Tabucchi, Eco, Magris. Auch die Dichter Montale, Ungaretti. Alle liegen mir schwer am Herzen und keinen davon will ich missen. Und das Beste aber an dieser Urkunde ist, dass die Italiener wie die Österreicher davon ausgehen, dass ein Kommendatore auch ein Doktor ist. Und deshalb steht hier Il Dottore Michael Krieger. Und da ist man natürlich geehrt. In Österreich würde das stehen Il Professore Michael Krüger.